Bei der Lufthansa wird ab Mittwoch erneut gestreikt. Bis Freitag sind die Beschäftigten einzelner Unternehmen des Konzerns zu einem dreitägigen Warnstreik aufgerufen. Laut der Gewerkschaft Verdi sollen aber Passagiere nicht davon betroffen sein. Der Streikaufruf gilt für Beschäftigte und Auszubildende der Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Technical Training. Weiter heißt es, es sollten sich die Beschäftigten der Lufthansa Technik Logistik und Lufthansa Technik Logistik Services je nach Standort zu unterschiedlichen Zeiten dem Streik anschließen. Zuletzt hat am 20. Februar ein eintägiger Warnstreik des Bodenpersonals von Deutschlands größter Fluggesellschaft stattgefunden. An insgesamt 7 deutschen Flughäfen fiel der Großteil der Lufthansa-Flüge aus. Betroffen waren rund 100.000 Passagiere. Verdi behält sich im Tarifkonflikt mit der Konzernführung weitere Arbeitsniederlegungen vor, von denen auch wieder Passagiere betroffen wären.